Tja, und wieder bei Pokémon XD. Der dunkle Sturm. Yay! Beim letzten Mal haben wir Bingo gespielt und unsere neuen Teammitglieder ins Team genommen. Todoroki und Tsuyu. Genau. Haben mittlerweile auch schon die Holzkohle und Wundersaat. Wir haben nämlich gar nicht den Attack noch gar nicht gesehen. Wobei, ich glaube, Todoroki hatten wir gesehen, dass er den Biss noch konnte. Aber Tsuyu hat nebenbei noch Batschbombe einfach mal so gehabt. Das ist schon ziemlich geil. Ja, Zauberwart hat es ja gelernt. Ansonsten hat sich hier nicht viel getan. Trainiert wird noch, vielleicht nach diesem Part. Aber erst einmal ein paar Kampf-CDs. Dafür müssen die ja nicht trainiert sein. Nee. So, kann ich irgendwelche neuen noch kaufen? Oh, nein. Na gut. Dann machen wir erstmal die fertig, die wir haben. Und wie gesagt, irgendwann später, wenn wir nochmal backtracken, können wir ja die restlichen holen. Wie viel haben wir überhaupt noch frei? Oh ja, das reicht für den Part. Ja, auf jeden Fall. So, Mundtierball 2. Sie sind gut im Stören. Okay. Das seelenlose Pixie ist schon wieder da. Ja, Doppelkampf über unendlich viele Runden, gewinne den Kampf. Verhöhner, Zugabe, Fassade. Okay. Beide genau das gleiche, einfach 1:1. Was haben wir da? Schutzschild, Schwertanz, Staffette, Blutsauger. Kosmikkraft, Spotlight und Pfund. Da haben wir Erdbeben. Heißt, Ursaching verhöhnen bringt schon mal nichts. Nee, aber die beiden verhöhnen bringt auf jeden Fall was. Sind wir schnell? Weil kein Schwert hat und keine Kosmikkraft. Wie schnell sind wir nochmal? Nicht schneller als Dings da, aber zumindest schneller als Pixie. Außer es macht Spotlight. Dann geht alles auf ihn. Ja. Das heißt, die erste Runde mit dem einen Verhöhner. Was passiert, wenn du Verhöhner auf eine Stabsattacke machst und dann Zugabe? Also, dass du Pixie erst verhöhnst und in der gleichen Runde auch noch Zugabe machst? Wobei ich glaube schon eher machen würde. Ich würde hier halt eben Verhöhner machen auf Pixie und auch einmal angreifen. Während Ninja sich wahrscheinlich boosten möchte. Und den hätte ich schon fast der Zugabe einfach reingedrückt. Ja. Ich glaube, da muss man einfach wieder so ein bisschen testen, was die halt vor allen Dingen auch machen. Ja. Weil wenn Pixie jetzt direkt Spotlight macht, ist natürlich ziemlich mies. Vielleicht macht es aber auch gar nicht. Ne? Ja. Oder das macht auch Kosmikkraft, ne? Ja. Also einfach mal austesten. Die auf Anhieb. Ich würde auf jeden Fall den Pixie einen Verhöhner ins Gesicht schmeißen, ja, damit er nur Pfund machen kann. Weil die jetzt auf Anhieb zu schaffen, ist mittlerweile eigentlich gar nicht mehr so möglich, weil du einfach zu viele Möglichkeiten hast, was passieren könnte. Ja. Wo sind wir denn diesmal? Die Sache ist, es ist eh egal, weil ich gebe 100, also nicht 100, aber ich sag mal 99% sage ich, es kommt jetzt ein Spotlight. Das heißt, ich kann Ninjas eh nichts antun in dieser Runde. Ja. Ah, Höhle. Ja, und ich gehe mal davon aus, es macht Schwertanz, vielleicht noch ein Schutzschild und dann will er vielleicht mit Staffette raus. Was hatten wir denn noch außer Verhöhner und Fassade? Zugabe. Ah ja. Ich weiß nicht, ob du ein Pokémon mit Zugabe locken kannst. Gucken wir mal. Auf jeden Fall erstmal Verhöhner auf Pixie und eine Fassade auf Pixie. Oh, der macht sogar direkt Schutzschild. Das ist gut. Das verschwende heißt, ich sogar nichts. Verhöhner hätte eh nichts gebracht, weil Schutzschild. Die Sache ist, was wenn es Kosmikkraft jetzt machen möchte? Das Pixie. Oh. Ja, es kann keine Kosmikkraft mehr verwenden. Die Sache ist, wäre es schlau. Verhöhner auf Ninjask. Wäre es schlau gewesen, von vornherein Zugabe auf Ninjask zu machen, dass es in ein Schutzschild gelockt ist? Ich glaube, du kannst ihn gar nicht treffen. So. Oder ist er dann auch mit dem Schutzschild durch Zugabe geschützt? Ha, stimmt eigentlich, ne? So, da das Pixie jetzt eh erstmal nur Pfund machen kann, kann ich es erstmal ignorieren. So, du machst deinen Schwertanz, aber wenn ich jetzt Verhöhner mache, kann er keine Staffette machen und ich kann es in Ruhe weghauen. Richtig, er kann es nicht an Ursaring weitergeben, ja, was er vermutlich machen möchte. Und das Pixie, das ignoriere ich jetzt einfach. Ja. Weil das kann jetzt nur Pfund machen. Wie lange hält Verhöhner? Ich glaube 3 Runden, aber da ich schneller bin als Pixie, kann ich es jederzeit wiederholen. Das heißt, das Pixie einfach mal 0 Gefahr. Okay. Vor allem, wenn dann Ursaring mit Erdbeben kommt, ja, denke ich mir auch so, pff, und? Der Temposchub ist übrigens sehr sinnvoll, wenn Ninjas eh das schnellste Pokémon ist. Ja gut, er könnte mit Dingens weitergeben, ne? Mit, ja, ja, Temposchub, Schwertanz weitergeben an das Ursaring, kann sie nichts mehr machen. Ich gehe mal davon aus, das ist auch die Taktik. Der hätte wahrscheinlich wirklich jetzt einfach den beides weitergegeben, dann wäre Ursaring auf dem Feld und ich denke mir so, naja, es hieß ja auch, Mundtier ist gut im Stören, du störst seine Taktik. Ja. So, damit haben wir Ninjas schon mal weg. Ja. Das Pixie ist so happy. Ich glaube, Pixie überlasse ich einfach dem Ursaring. Ja. Der kann die selbst töten. Stimmt. Hä? Hält hier Verhöhner nur für eine Runde?
Was? Weil... Hä? Warum konnte das jetzt wieder Kosmikkraft machen? Ich habe keine Ahnung. Vor allem stand da doch gar nicht, dass der Verhöhner nachgelassen hat. Nein. Okay. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Oh, nice. Crit. Wie gesagt, wie lange hält ein Verhöhner? Ich dachte... Normalerweise so, ich meine, 3 Runden. Und hätte es da nicht stehen müssen, von wegen Verhöhner lässt nach? Eigentlich... Okay. I don't understand. Wahrscheinlich haben wir irgendwas Wichtiges übersehen, aber... Ui, das tut sogar ziemlich weh. Ja, das war auch dein, glaube ich, mehr angeschlagenes Mundtier. Hm. Aber es tut ja auch weh. Sag das auf jeden Fall, jetzt muss Rosaring weg. Ja. Gut, und wir kriegen auch kein Spotlight. Dann ist das geschafft. Dann jetzt noch Pixie. Was eh nur Pfund kann. Und Kosmikkraft. Ja, aber selbst wenn eins meiner Mundtiers drauf... Ekelhaft. Das heißt, jetzt kommt's. Willst du mir jetzt echt sagen, dass es jetzt auf den Glücksfaktor jetzt ankommt? Auf den Charmbolzen, ja. Wow. Wow. Also prinzipiell, was ich ja gut finde an Kampf-CDs, dass es scheinbar mehr als eine Lösung gibt. Oh, danke. Was ich nicht gut finde, dass sowas wie Crits und Charmbolzen dir dazwischen funken können. Also das hätte jetzt in die Hose gehen können. Ja. Wegen Charmbolzen. Das ist halt echt traurig. Ey, wenn wir deswegen jetzt verloren hätten, ne? Hättest du geragequittet? Ja. Aber gut. Wow. Wir haben Julia platt gemacht, alles gut. Mhm. Das war schon eklig. Mhm. Das war der Ausgleich für den Crit, den wir in irgendeinem Kampf mal hatten oder so. Haben wir die Ursaring auch gecrittet? Stimmt, haben wir auch gerade weggecrittet. Egal, trotzdem. So, ja. Nächste. Das ein Leterking-Pärchen. Auch Schnarchnasen können fies sein. Mundtier, Leterking, KP. Okay, 8 Runden habe ich Zeit. Aha. Risikotackle-Spukball, Risikotackle-Spukball. Du hast ein Wahlband. Alter. Was kann das Gravums? Können wir da nochmal eben gucken? Brüller. Was? Kann das Gravums auch deine eigenen Pokémon wegbrüllen? Sprich, wenn du Leterking einfach gegen Leterking austauscht. Ja, gut. Und du verschwendest nicht... Da hat vielleicht schon eine Runde dafür, aber... Ach Gott, und jemand mit Schutzschild und alles. Ja. Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, ich würde in der ersten Runde einfach mit beiden jeweils einmal angreifen. Wobei... Ich glaube, ich wechsle sogar direkt aus, weil ich vermute einfach mal, dass beide erstmal Schutzschild machen. Mhm. Dann hole ich Gravums rein, greife mit einem Leterking an und brülle es danach einfach raus. Das Leterking schneller? Brülle hat richtig harte Minuspriorität. Ach ja, stimmt. Da war ja was. Benutze das nie. Ja, weil so bin ich nicht an den das Wahlband geknüpft, so wirklich. Stimmt. Weil es greift an. Geht raus und ist auch seine Schnarchnase ist dadurch auch nicht mehr da. Ich finde ja generell, Schutzschild gegen Schnarchnase ist super gemein. Oh ja. Wenn du das einmal richtig timest, hast du ja schon gewonnen. Ja. Siehe Norman in... Höhen. Ich überlege gerade auch, sowohl in Rubin Saphir, aber auch in Smaragd. Wobei, in Rubin Saphir konntest du mit seinem Power Punch ein bisschen besser trollen. Ja. Aber das habe ich als Kind nie so wirklich durchblickt, deswegen habe ich auch Probleme gehabt. Aber Kappels war immer super. Aber das war ja nur immer ein Tempohieb zu dem Zeitpunkt nur. So, dann würde ich aber mal sagen, das erste greift einfach an, das andere tausche ich direkt aus. Ja. Ich frage mich ja, ob die auch wechselt. Von wegen, oh, du machst Risikotackle, ich wechsle. Wechsel? Ja, ich wechsle auf Zwerglof. Ich vermute jetzt auf Doppelschutzschild. Da kommt schon mal das eine. Ja. Okay. So, die Sache ist, das heißt, es ist aber eine Nullrunde, weil ich ja nichts machen kann. Mhm. Ah. Hm. Kann ich das jetzt überhaupt noch schaffen? Ich weiß nicht. Aber wenn die halt beide Schutzschild machen in der ersten Runde, was hättest du anderes machen sollen? Als eins auswechseln oder gar nichts machen, ne? Hm.
Aber ja. In der zweiten Runde auf Kravums wechseln bringt ja auch nicht so viel. Zumindest das funktioniert schon mal. Aber die Sache ist, er macht doch jetzt eh direkt wieder Ding ans Schutzschild. Weiß nicht. Oh. Ah, prinzipiell brauchst du 3 Attacken. Also 3 Runden. Ja, gut. Ich musste das erstmal so ein bisschen vorbereiten. Vielleicht muss ich, glaube ich, wirklich erst in das Muster reinkommen. Ja. Weil ich denke, Hytera hat eh keine Verteidigung. Ja, das ist sowieso One-Hit. Hytera weg und Deta ging wieder rausbrüllen. Ja. Die Sache ist, das tut weh. Ja, das kann sie nicht so oft machen. Nee. Weil du machst eh 2-mal Risikotackle. Und 1-mal Spukball. Ja. Das Ding konnte ja auch Schutzschild. Ja, und Verfolgung. Sag es, kann er dann mit Verfolgung jemanden erwischen, der mit Brüller rausgebrüllt wird? Eigentlich ja nicht. So viel Prio hast du ja nicht. Nee. Einfach mal gucken. Wenn es nicht klappt, kann man dann immer noch planen, was man hätte anders machen können. So, die Sache ist, jetzt haben beide ja wieder angegriffen, ne? Das heißt, jetzt kommt sicher Schutzschild. Ja. Schauen wir einfach mal. Ich brülle erstmal das Lethargin wieder raus. Ja. Okay. Also machen die wirklich immer, wenn sie können, Schutzschild. Typical NPC. Du musst nur aufpassen, dass du mit dem nächsten Lethargin dann vielleicht den Spukball machst, dass du es nicht mit Risikotackle killst. Was? Na, jetzt kommt ja wieder das Angeschlagene raus. Ja. Wenn du jetzt Risikotackle machst, bist du tot. Ja gut. Das heißt Spukball auf Zwirklob. Und du brüllst es wieder weg. In Runde 7 kannst du dann wieder nichts machen und in Runde 8 kannst du es dann besiegen. Ja, na gut, dann... Würde ich jetzt so sagen. Sollte es ja doch noch gerade so hinkommen mit der Taktik. Ja. Also auf jeden Fall, das mit dem Brüllen ist definitiv das, was man machen sollte. Oder du musst irgendwie so ins Muster kommen, dass deine Schnarchnase genau dann kommt, wenn die Schutzschild machen. Weiß nicht, ob das vielleicht auch irgendwie machbar ist. Sache, ich hätte ja vielleicht dann so gesagt, dann von Anfang an beide auswechseln. Du kannst ja schlecht eins auswechseln, wenn du nur 3 Pokémon hast, oder? Ja. Naja. Egal, haben wir es auf jeden Fall dann auch hoffentlich gleich geschafft. Außer er denkt sich so, Double Protect! Jetzt killst du doch deinen Lethargin. Naja. Ist ja nicht schlimm. Ja. Damit besiege ich ihn ja. Stimmt schon. Die beide weiblich? Nee, weiblich-männlich. Der Mann muss alles regeln. Naja. Einer muss hier dran glauben. Ja. Und Box. Das ist interessant, die Taktik, dass du dein eigenes Pokémon rausbrüllst. Mhm. Meinst du, die Taktiken hier so teilweise echt, wo ich mir denke, Genauso wie da, wo du dein eigenes, ich glaube, Brutalanda oder so mit Eisstrahl besiegen musstest zum Wechseln, ja. Um die Wegsperre zu umgehen. So, hätten wir das auch geschafft. Hat er eigentlich Löcher in seinen Knien? Weiß nicht. Ich glaube schon. Ja. Ich hoffe, jetzt kommt nicht noch eins mit Bummels. Das wäre ja wenn dann davor gekommen. Ja. Weil, haben wir vielleicht auch eine Nummer vielleicht zwischendurch geskippt? Kann sein, dass es wirklich noch eine damit gibt. Müssen so, wir mal ein gucken. Hyperball. Oh, nice. Schauen wir mal. Das heißt, glaube ich, 25, 26 oder so. Es gibt garantiert noch eins mit Bummels. Knall, davor. Bumm, Entschuldigung. Halt das Finale durch. Okay. Okay. Ach, Umwandlung. Okay. Aha. Du machst Schutzschild Finale, du machst Schutzschild Erstauner. Also tippe ich mal auf Finale Schutzschild in der ersten Runde. Das heißt, wobei, Umwandlung 2? Wobei er muss doch kein Schutzschild machen, er wird eh nicht getroffen vom Finale. Ja, Doppelkampf über 2 Runden nur. Das heißt, hier muss ich Gesichte und Turmkick? Ist das der Play? Solange du nicht in Schutzschild läufst. Ja. Sag es aber, Kikli muss ins Finale auch noch überleben. Ja. Try it out. Das ist auch schon wieder so viele Möglichkeiten, was man machen könnte. Ich weiß nicht, ob Gesichte das viel zu obvious wäre. Wobei, Moment. Wenn ich Gesichte mache, wird er dann vielleicht auch von einem Finale getroffen. Ha. Nach dem Motto, hey, ich bin ja Say. Oh, wait. Weiß nicht. Ich auch nicht. Ha. Let's try it out. Also ich würde jetzt Umwandlung... Jetzt muss ich kurz mal kommen. 1 oder 2?
Ich habe da sowieso keine Ahnung von. Oh, Lagerturm. Wie passend. Mhm. Der hat nur die beiden Pokémon. Ja. Oh. Können wir gleich nochmal genau angucken, was die Umwandlungen machen. Dieser Blick von Porygon 2. Kickley! Und wie sie immer zum Boden guckt, so. Oh, ich hab Steinhaupt. Ist da was? Ich weiß es nicht. Let me see. Wandelt den Typ des Anwenders in eigenen Attackentyp und Anwender wird resistent gegen letzten Angriffstyp. Und also das Finale abbekommst. Oder wie? Kickley ist doch sicher schneller, ne? Wenn ich einen Tackle auf Porygon mache, wird der dann Geist? Oh. Okay, du machst erstmal Schutzschild, du machst in der zweiten Runde erst Finale. Okay. Und du machst auch Schutzschild. Ja gut, dass ich meine eigenen, dass ich den Gegner gar nicht angegriffen habe in dieser Runde. So. Porygon denken sie auch so, hä? Und jetzt Umwandlung 2. Weil das Einzige, was resistent gegen normal ist, müsste ja dann Geist sein. Ja. Dadurch wird Porygon immun gegen das Finale. Dann haue ich einen Psy-Strahl auf das Zwirklob und du machst die Gesichter auf das Zwirklob, sodass das dann anfällig gegen Normalattacken wird und dadurch vom Finale mit erwischt wird. Das ist ganz schön schlau. Und Porygon, dadurch, dass es jetzt ein Geist ist, kriegt keinen Schaden. Weil das sah ja echt so aus, Gesichte Turmkick halt, ne? Mhm. So, mal gucken, ob das funktioniert. Oh. Ja, keine Wirkung. Du stirbst. Noch zu erwarten. Kickley! Ja. Und du wirst auch sogar gekrittet. Jo. Aber ich denke, das hat wahrscheinlich auch ohne gereicht. Das war echt smart. Ja. Würde ich schon sagen. Da Wobei ich ehrlich sagen muss, es mir erst im Kampf dann eingefallen, die Taktik mit Tackle Umwandlung 2. Ich glaube, da wäre ich nicht drauf gekommen, so einfach. Aber ich finde auch alles mit Umwandlung so ein bisschen tricky irgendwie. Mhm. Die Porygon immer nach unten guckt. Das sind wie diese Enten, die immer so nach vorne kippen. Enten? Kennst du diese Vögeldinger, die so ein Glas hast, die immer nach vorne kippen und wieder zurück? Ah, ich habe jetzt an diese Wackeldackelhunde gedacht, die du ins Auto stellst, so. Aber ja. Und Timerball. Nice. Ja. Ah, schaffen wir heute sogar mal ein paar mehr CDs, weil die bis jetzt eigentlich ganz gut laufen. Bombenentschärfer, verhindere die gegnerische Explosion. Die gehören auch wieder zusammen. Uiui. Was war das Enton da? Save the Enton. Was haben wir denn da? Surferschlitzer bis Aeroas. Spotlight, rechte Hand, Stärke, Sternschauer. Okay. Spinnnetz, kratzfurcht, Blutsauger, sehr, ne? Explosion. Süß. Okay. Oh. Ich habe irgendwie so. Na, no, Wallband. Wallband, Explosion. Ich habe das Gefühl, ich glaube, ich weiß, wie man da dran kommt, dass ich die Explosion verhindere. Und zwar, indem ich Enton reinhole. Enton kann doch auch sicher Feuchtigkeit haben als Fähigkeit. Ob es das hier hat, ist die andere Sache, aber ja. Ja. So, also die Sache ist, wie geht man jetzt am besten ran? Heißt, du musst es irgendwie schaffen, dass Elektroball und Enton gleichzeitig auf dem Feld sind? Und ich denke mal, dafür müssen die beiden mehr oder weniger gleichzeitig auch draufgehen. Weil sonst holt er Elektroball rein und explodiert sofort. Weil klar, es ist verlockend, einfach rechte Hand und dann, weiß ich nicht, Schlitzer oder was auch immer. Oder irgendwie sowas. Was auch immer Impagator konnte. Aber, ja. Ich denke mal, Enton ist wirklich dafür da, damit Elektroball nicht explodieren kann. Es hieß ja auch, verhindere die Explosion. Ja. Und ob du, Elektroball ist doch auch sowieso schneller als wir. Alles. Wenn es einmal draußen ist, du kannst höchstens predikten, wenn es dann quasi das Pokémon vorher stirbt, Elektroball kommt rein, aber eine Attacke wird auch nicht reichen. Wie gesagt, Elektroball wird mich instant besiegen, nee, sobald es raus ist. Xatu noch auf dem Feld ist, sag ich mal, du plättest Xatu mit dem einen Pokémon, dann kommt der Elektroball rein, kriegt die nächste Attacke ab. Achso, nee, aber das wird nicht reichen. Wahrscheinlich nicht. Deswegen, es wird so oder so explodieren, wenn es auf dem Feld ist. Der Knackarsch. Mm. So, dann würde ich einfach mal sagen, ich versuche einfach beide so ein bisschen zu schwächen. Mhm. Ach, guck mal. Der will mir sogar noch umso mehr schwächen, damit die Explosion auf jeden Fall reicht. Als ob die so nicht reicht. Ja. Das ist eine Wallband-Explosion in... Wird hier noch die Verteidigung halbiert? Ja. In Gen 3. So, du machst Biss. Und wie viel Schaden das so macht. Okay. Mhm. Grad
Schwarzfurie. Ich nehme das mal daneben. Gut. Okay, ich denke mal, wenn ich das jetzt so weitermache, dann solltest du es schaffen, beide in einer Runde zu besiegen. Du könntest sogar dann Surfer machen. Dann wären sie auch beide weg. Ja. So. Wahrscheinlich. Aber bringt dir das was, dann Surfer zu machen? Dann hat Visenya noch eine freie Attacke. Ja. Übertreib nicht. So, das tut jetzt vielleicht ein bisschen weh. Ja, wie gesagt, meinst du, das bringt was? Wobei, Ariados ist eh langsamer, dann würde ich es lieber safe spielen. Okay. Wobei, ist egal, Ariados hat eh auch nicht so viel. Machen wir es safe. Mhm. Wie gesagt, ob du da wirklich einen Vorteil hast, wenn du dann wirklich jetzt Surfer machst, weiß ich nicht. Jetzt hast du Überblick weitermachen, so du Sack. Ja. Oh. Aber es ist so knuffig. So. Nehmen wir das Ariados schon mal raus. Aha. Dann kommt wahrscheinlich jetzt Elektroball rein. Ich meine, er steht ja nur 2 Meter dahinter und dann explodiert das Ding, aber er scheint da irgendwie resistent zu sein. Ja. Ja. Der Crit. Gut, dass der jetzt erst kam. Ja. Und die Salzsäule kippt oben. Das ist auch so eine, wie die Ente, die du gerade beschrieben hast. Ja. So, und jetzt ist Enton. Und Enton hat hoffentlich Feuchtigkeit als Fähigkeit, weil sonst sind wir ziemlich am Arsch. Enton. So, dann würde ich sagen, ich schlitz einfach das Enton erstmal volle Kanne. Warum das Enton? Wenn das Enton weg ist, dann kann das Elektroball wieder explodieren. Ja, ich weiß. Ich hatte gerade kurz einen Denkfehler. Ich wollte gerade sagen, ne? Save the Enton. Save the Enton. Save das Psyduck? So, Explosion! Ja. Oh. Sehr gut. Enton ist der Held. Wow. Das war wenig Schaden. Oh. Ah, I'm happy. Oder so. Ich möchte hier nochmal anmerken, dass Enton toll ist. Ja, Enton ist ein cooles Pokémon. Meine Mama liebt Enton. Ich mag Enton auch. Mehr als Entohorn. Aber sie meinte immer, sie mag Enton so gerne, weil es im Anime so dumm war und sie immer Mitleid hatte. Oh. Deswegen ist das ihr Lieblings-Pokémon. So, dann würde ich sagen, Gefahr gebannt. Ja. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Aber wir müssen das Enton jetzt auch noch platt machen. Nein, wir legen es einfach nur schlafen. Okay. Der Seher kommt auch noch, ne? Ja. Das geht. Enton. Ich hoffe mal mit Stärke nochmal drauf und gucken, dass vielleicht mehr Schaden macht. Enton. 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 Jo. Enton ist der Held dieser Kampf-CD. Ja. Enton hat uns beschützt. Und das kleine Schwänzchen ist so niedlich. Bong. Ja. Ja, das haben wir sogar die 4 CDs eigentlich ziemlich souverän geschafft. Ja. Gleich mal durchziehen, wie viele wir noch haben. Mhm. 5 oder so noch? Oh. Geschafft. Zumindest vorübergehend. Später ist ja quasi so ein bisschen Reste aufarbeiten. Wobei es bestimmt, wir müssen mal gucken, wie hoch die Nummerierungen gehen. So. Ich könnte mir vorstellen, so die 50 oder so bekommst du halt erst sehr viel später. Oh. Wir haben bestimmt auch ein paar leichte vergessen, aber trotzdem. So, wir haben noch 3. Aber wir gehen nur bis 35, ne? Miniaturm und Radikal. Hier kommt jeder mal zur Potte. Putzige Pokémon Partitur Teil 1. Okay, das ist wahrscheinlich aber so ein Spaßkampf auch wieder hier. Ja. Können wir zufällig vielleicht noch wieder welche kaufen? Na. Aber wie gesagt, die von 36 bis 50, die gibt es dann bestimmt erst später. Kann man gut vorstellen. Ja, da haben wir auf jeden Fall heute wieder was geschafft. Ja. Und beim nächsten Mal heißt es dann auf ins Lagerkolosseum für dich dann. Ja. Oder Bingo. Mal gucken. So oder so, wir wolltest ja noch ein bisschen trainieren. Jo. Ja, Jan wollte trainieren. Ja, ich denke mal, vielleicht mache ich einfach alle auf 35. Je nachdem, ob sich Eisenhower 35 entwickelt oder nicht. Ich weiß gerade wieder nicht. Ich dachte, es ist 36 oder so, aber... Ja, dann können wir zumindest alle auf 35 machen, also gerade die beiden. Und dann können wir die auch beim nächsten Mal auch gleich entwickeln. Ja. Gut, dann würde ich sagen, das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.